So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei CouchSticker29 zu einem weiteren Video über das Online-Panini-Sticker-Album. Ich bin hier direkt im Hauptmenü, es soll direkt weitergehen. Anschluss ans letzte Video, 5 neue Online-Päckchen will ich für euch heute unboxen. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier wieder einige weitere Tausch abgeschlossen. Gucken wir da ganz kurz mal rein. Wir haben hier den Juan Cuadrado abgegeben, getauscht mit Yaris 009 aus Mexiko. Und wir haben Julio César Brasilien dafür bekommen. Cool, und ich glaube, jetzt ist auch bald mit, ich glaube zumindest hier diesem Spieler, dann auch meine brasilianische Mannschaft fertig. Naja, schauen wir mal. Wir haben mit Diogo Fouls aus Brasilien getauscht, wir haben Fellaini abgegeben und dafür Paulinho bekommen. So, das geht hier alles ratzfatz. So, ich habe jetzt mit X Babyzin aus Portugal getauscht, Alvaro Negredo abgegeben und dafür den kolumbianischen Superstar Falcao bekommen, der ja leider nicht bei der WM teilnehmen konnte. Aber zum Glück habe ich hier einen Fansticker bekommen von Kolumbien. Das freut mich natürlich. Dann macht sich meine Sammlung an Fanstickern auch wieder ein bisschen besser da. So, und dann, wie gesagt, nochmal den Juan Cuadrado. Den habe ich einfach zu oft gehabt. Abgegeben. Was ist das hier? Ist das ein Italiener? Genau, mit oder eine Italienerin mit Silvia B07. Und Cuadrado abgegeben für den Mohamed Kalatbari aus Algerien. Ja, nicht schlecht. So, und wieder natürlich einen Fansticker. Nee, oh Quatsch, sorry, ich muss mich revidieren. Das war gar kein Algerier, das war ein Iraner. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Schon wieder Juan Cuadrado. Habe ich den echt beim letzten Mal so oft ausgewählt? Keine Ahnung. Scheint so zu sein, jedenfalls. Mit einem Albaner, Totzeboy, getauscht und ich habe dafür Ricardo Rodriguez bekommen. Und soweit ich weiß, ist das mein letzter Schweizer und ich müsste jetzt eigentlich auch mein Schweizer Team dann fertig haben. Und ich würde sagen, das überprüfen wir doch ganz kurz mal und fangen wir doch einfach an mal mit der Schweiz. Und da sehen wir tatsächlich, Ricardo Rodriguez ist der letzte Schweizer und jetzt sehen wir Konfetti, was durch die Luft gewirbelt wird. Ja, ich habe das Schweizer Team komplett. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und ja, weil ich jetzt gerade in so einer guten Laune bin, machen wir nochmal weiter mit Brasilien. Denn da, glaube ich, fehlen mir auch noch zwei. Ja, richtig, super, das passt doch. Fangen wir mit Julio César, dem Keeper und dem letzten Spieler, der mir noch fehlt bei Brasilien. Paulinho ist jetzt Teil der Mannschaft. Und auch hier wieder, ei, das Konfetti, das wird mir langsam zu viel. Dieser Konfetti-Regen. Ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile schon 4, 5 Teams voll. Super, so kann es weitergehen. Und ja, auch hier tut sich was bei Kolumbien und auch bei Iran ist noch nicht so voll. Was soll's. So, machen wir mal weiter mit den Fanstickern, bevor wir ans Unboxing gehen, ans Öffnen der Päckchen. Zack. So, meine Freunde. Also, öffnen wir mal das erste Päckchen jetzt und da sehen wir 2 Sternchen, also 2 neue Sticker. Ansonsten alles altes Gedöns dabei. Ich lese es euch trotzdem mal vor. Hier das Holland-Logo, einmal Arturo Vidal, den ich jetzt doppelt habe. Neu ist Vasilis Torosidis, Torosidis, irgendwie so. Von Griechenland Hellas, dann Uruguay Martin Caceres und neu dabei, endlich Südkorea Park Chu-Jung. So, mal gucken, ob wir hier im nächsten Päckchen ein paar weitere Sternchen haben. Nee, leider auch nur 2. Na, ich fange trotzdem mal an. Joshua Kennedy, Australien. Hat er nicht mal in der Bundesliga gespielt? Bin mir nicht sicher. Falls ihr das ja wisst, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Ich mache einfach mal weiter. So, Elfenbeinküste, Romarek. Dann Bundesliga, Atsudo Ushida. Hugo Campagnaro, Argentinien. Und jetzt neu dabei, Fatau Dauda, auch, nee, das ist Ghana. Ja, 2 Päckchen geöffnet, bisher 4 neue. Schauen wir mal, ob das jetzt so weitergeht. Ja, geht genauso weiter, wieder 2 neue Sternchen dabei. Wen haben wir da? Das ist einmal Kamerun, Pierre Webo, dann das Griechenland-Logo Hellas und dann 3 alte dabei, Keylor Navas. Was ist das? Ich glaube, es ist Costa Rica. Oder Chile? Naja, Costa Rica oder Chile. Dann haben wir Bosnien-Herzegowina, Asmir Begovic und Belgien, Thibaut Courtois, der belgische Torwart.
So, jetzt kommen aber, jetzt will ich aber mal ein paar mehr Sternchen hier sehen. Nicht nur immer zwei, das wird so ein bisschen lang. Das ist schon wieder zwei. Naja, oh, der Beißer ist dabei, der Beißer von Notre Dame sozusagen. Fangen wir erstmal an hier mit Kolumbien, Carlos Sanchez. Und hier ist er, Luis Suarez. Ja, was gibt's über den zu sagen? Naja, ist eigentlich alles gesagt. Der beißt sich gerade so durch, ne? So, dann haben wir hier nochmal Honduras. Roger Espinosa, auch neu dabei. Und dann noch zwei alte Sticker, die ich bereits habe. João Moutinho und Ji Dong Won. Ja, also bisher drei Päckchen geöffnet, sechs Sticker. Geht es jetzt so weiter? Mal schauen. Zuck. Nein! Oh, das ist ja mal eine fantastische Ausbeute hier. Vier neue Sticker dabei. Fangen wir an. Das ist Kroatien. Stipe Plitikosa. Dann haben wir das Elfenbein-Logo, Côte d'Ivoire. Nochmal Elfenbeinküste, Didier Socorro. Heißt das nicht auch auf Spanisch Ausgang oder so? Socorro? Ah, ich weiß nicht. Egal. So, dann haben wir hier, was ist das jetzt? Algerien oder Iran? Ich bringe das irgendwie durcheinander. Masud Sho-Yeih und das Nigerien-Logo. Nigeria-Logo. So, das ist doch mal eine gute Ausbeute gewesen. Mal gucken, ob ich noch einen öffnen kann. Nee, das war's. Okay. Aber macht ja nichts. Weiter geht's mit dem Einkleben. So. Zack. Kamerun kommt hier hin. Joshua Kennedy. Ja, wie ihr seht, also bei einigen, da habe ich echt noch Nachholbedarf. Und ich werde auch mal jetzt ein paar weitere Tauschanfragen starten am Ende des Videos. Ich habe ja bisher am Ende des Videos immer nur eine Tauschoption, eine Tauschanfrage startet. Ich glaube, ich mache diesmal mehr, damit es hier auch mal ein bisschen weitergeht. Ne? Sind hier schon im Halbfinale und wollen ja auch langsam mal das Ding hier fertig kriegen. So, Elfenbeinküste, das Logo kommt hier hin. Ja, das glänzt schön vor sich hin. Ja, so, irgendwie so. Jetzt haben wir noch einmal Uruguay, der Beißer vom Dienst sozusagen. Und mal gucken wir uns mal ein paar ältere Sticker von ihm an, ob er da vielleicht irgendwas mit einem Opfer im Mund hat. Na gut, ich mache mich jetzt ein bisschen unfairerweise über ihn lustig. Das ist ja nicht böse gemeint, aber naja, ne, so muss man sich halt zusammenreißen. Beim nächsten Mal. So, Espinosa kommt hier in Honduras. Wen haben wir denn jetzt? Iran. Hier. Das Logo Nigeria, zack. So, dann haben wir auch noch tatsächlich heute zwei, die wir zum Einkleben hier verwenden können. Einmal, wie heißt der nochmal? Ach, jetzt bin ich hier aus Versehen auf die falsche Seite gekommen. Da Dauda. Und der letzte ist dann ein Südkoreaner. Park Chu Yong. So, und das war's dann. Jetzt haben wir die heutigen Sticker, die neuen eingeklebt. Die ja, restlichen packe ich mal hier auf den Tauschstapel. So. Ich frage mich einfach, irgendwie blöd, dass man die nicht gleich alle mit einem Klick auf diesen Tauschstapel packen kann, sondern dass man die immer einzeln hier rüberziehen muss. Naja. Gibt Schlimmeres. Zack, so verschieben ist fertig. Und jetzt machen wir nochmal so eine kleine Anfrage. Sticker hinzufügen. Also, João Moutinho. Ich fange erstmal an, hier so ein paar auszusuchen hier. Eden Hazard. Algerien, mal gucken. Ich glaube, Honduras habe ich auch noch keinen. Fansticker. Frankreich. Einmal das Logo. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Wo wollen wir denn jetzt hier mal ein bisschen vorankommen? Lassen wir uns mal schauen. Argentinien, warum nicht? Lass uns mal versuchen, die Argentinier ein bisschen flott zu machen. Sergio Aguero. Hier den Banea. Gago kommt hier. Ja, ich will jetzt mal versuchen, die Argentinier hier voll zu kriegen. Das geht ja gar nicht, dass die noch nicht vollständig dabei sind. Es sind im Viertelfinale. Das heißt, da muss jetzt auch mal ein bisschen was geschehen. So, zack, das speichern wir jetzt mal und jetzt machen wir eine neue Tauschanfrage. Und ja, jetzt wähle ich mal ein paar aus.
So, mal gucken, wenn ich hier Australien habe, ich glaube ich auch noch keinen Fernsticker. Und warte mal, wen haben wir denn da? Jetzt gucken wir mal ein bisschen. Ah, die Engländer. Soll ich die Engländer mal machen? Was meint ihr? Oder die Japaner? Oder die Koreaner? Oder die Russen? Ich glaube, ich mache mal die Russen. Habe ich die Russen voll. Die Russen sind voll. Also ich meine jetzt im Spiel. Ne? Ist klar. So, alles klar. Arlicna. So, dann haben wir jetzt hier, ich glaube, genau. Wenn ich die bekomme, dann habe ich auch mein russisches Team voll. Also zwei weitere kann ich machen. Mal gucken. Fange ich mal an mit den Amis. Und ja, ich will, wie gesagt, ein bisschen schneller jetzt vorankommen mit dem Album. Und jetzt mache ich noch eine letzte Tauschanfrage. So, Chile. Da biete ich das Logo an. Mal gucken, was ich sonst noch habe. Die Schweiz. Valentin Stöcker. Deutschland. Ach nee, Quatsch, nicht Deutschland. Lass mal gucken. Jetzt lass mich mal gucken. Hier den Caceres oder Katzeres. Ich keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und als letztes. Nee, warte mal. Bosnien-Herzegowina habe ich schon. Ah, wen habe ich noch? Ich glaube, ein Holländer vielleicht. Oh, gut, dann mache ich das Holland-Logo. Zack. Ach so, ja. Bin ich mal hier Luis Gustavo an? Ich wollte mich gucken hier bei Holland. Genau, haha. Ich dachte nämlich eben, ich habe das Logo, das mir noch fehlt. Quatsch. Hier sehen wir ja, was mir noch fehlt. Dann versuche ich jetzt mal, um die Holländer ein bisschen flott zu machen. Robin van Persie kommt hier hin. Rafael van der Vaart ist ja zu Hause geblieben. Ich glaube aber nur aufgrund einer Verletzung. Er war im Team ja dabei. Ähnlich wie Marco Reus in letzter Minute quasi leider ausgefallen. Und so versuche ich jetzt mit dieser Tauschanfrage auch meine Holländer weiter auf Vordermann zu bekommen. Zack, jetzt speichern wir diese Anfrage. Und liebe Freunde, dann war es das auch für den heutigen Tag. Es ist hier ziemlich früh am Morgen bei uns. Ich hoffe dennoch, ja. Das Video hat einigermaßen Sinn gemacht. Ich bin noch nicht ganz so frisch dabei. Jedenfalls, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr ja, an Kritik, an Lob oder an sonstigen ja, Floskeln mir verteilen zu haben. Und ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao, tschüss, sayonara, euer Sascha.